Ja. Weiter geht's in Cyberpunk. Heute Story beenden. Weiß nicht, ob wir das schaffen. Wir haben noch drei Takemura-Quests und vier Uruboys-Quests. Und ich wollte ja auf jeden Fall auch gern mal so ein Autorennen machen. Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir heute die Story beenden. Vielleicht morgen? Ich weiß es nicht. Aber heute glaube ich noch nicht. Ja. Aber auf jeden Fall geht es in die richtige Richtung. Bald Finale. Also ich glaube, wir könnten, wenn wir uns heute auf Takemura beschränken, könnten wir heute rein theoretisch ein Secret Ending freischalten. Aber ich glaube, ich möchte das nicht. Also, ich habe mich selbst ein bisschen gespoilert. Ich weiß, dass ich in einer Mission etwas tun kann. Und das führt, glaube ich, zu einem Secret Ending. Aber ich habe nicht im Detail gelesen, was ich machen muss. Deswegen, ja, ich spiele einfach die Mission, wie ich sie spiele. Und dann guck mal, was passiert. So würde ich das jetzt einfach mal ausdrücken. Ja, die Frage ist, fangen wir jetzt mit Takemura an oder gucken wir uns mal die Voodoo Boys an? Mit denen, diese Questreihe haben wir ja quasi noch gar nicht angefangen. Bei Takemura wäre ja quasi unsere Aufgabe, diesen riesen Industriepark auseinanderzunehmen, den wir letztens gescannt haben. Falls ihr euch dran erinnert. Ja, Takemura oder Voodoo Boys? Bei den Voodoo Boys steht nur, okay, wir wissen jetzt, dass die Voodoo Boys hinter all dem stecken. Das ist schon mal ein Anfang. Das Problem dabei ist, dass wir sie auch irgendwie erreichen müssen. Das ist schlecht. In Pacifica gibt es eine Menge zu finden, nur selten das, was man gerade sucht. Wenigstens hast du den gesichtslosen Fixer, der dir bei der Suche nach diesem Furz im Wind helfen kann. Klingt nach einem Riesenspaß. Nicht. Ja. Ich hoffe, ihr hört übrigens nicht. Ich habe ja jetzt meine neue Maus im Einsatz, deswegen wird das ja heute super easy funktionieren. Wir werden jetzt rasieren. Ne? Die Gegner haben jetzt keine Chance mehr gegen uns. Hatten sie vorher schon nicht, aber jetzt erst recht nicht. Hier fehlt ein Leerzeichen. Liebe Entwickler, ihr könntet jetzt nach 3 Jahren, nachdem das Spiel raus ist, hier mal ein Leerzeichen einfügen. Bitteschön. Und die Maus, das Scrollrad von dieser Maus ist aber relativ laut, weil das immer so einrastet. Ich hoffe, ihr hört es nicht, so wenn ich dann spiele und rede. Und die Waffe wechsle und so. Die haben noch einige Rechtschreibfehler. Ja, letztens habe ich auch in einem Untertitel einen Rechtschreibfehler gefunden oder gesehen. Ich weiß nicht, ob das niemand meldet, dass die das nicht wissen. Oder denen es das einfach egal ist. Machen Rechtschreibfehler nicht auch den Charme aus? Nee, ich finde in Spielen nicht. Ich finde, Spiele sollten schon. Also, wenn es lustige Rechtschreibfehler mal sind, ist es lustig, ja. Aber mal so solche Sachen wie, mir fehlt halt ein Leerzeichen, so. Das regt mich auf. Es gibt halt Menschen wie mich, die ärgert sowas. Und da macht es nicht wirklich einen Charme aus. Dann nervt es mich eher. Gerade wenn ein Spiel halt jetzt auch schon 3 Jahre draußen ist, finde ich, sollte sowas gefixt sein. Aber hallo Dystopia. So. Komm, wir machen mal die Voodoo Boys. Wir fangen mal die Voodoo Boys an. Oh, ich habe hier noch was auszugeben. Ja.
Ach so, hier, genau. Wir wollten die Warteschlange für Quick Hacks. So, haben wir jetzt. Und hier haben wir noch einen Attributspunkt. Achso, ich muss auch gleich was gucken, ob das Ducken noch auf meiner Daumentaste an der Maus ist oder ob ich die neu einstellen muss jetzt mit der neuen Maus. Ich glaube, ich nehme Konstitution. Schrotflinte, leichte Maschinengewehre. Ja. Nee, okay, Ducken ist noch auf der Maustaste. So. Wir rufen jetzt mal Mr. Hands an. Muss mir das Spiel nochmal anschauen, wenn das DLC vergünstigt ist. Jo. Das kannst du ja gerne machen. Hey, was gibt's? Muss mit dem Anführer der Voodoo Boys reden, wenn du das hinkriegst. Okay, okay. Du kommst also gleich auf den Punkt. Das wäre Maman Brigitte. Nicht so leicht, an sie ranzukommen. Maman Brigitte? Das klingt mal nach einem fiesen Kultnamen. Darauf konnte ich sie noch nicht persönlich der fliegt. Ansprechen. Aber so ist nennt sie jeder. Glaub aber nicht, dass der Titel eine religiöse Bedeutung hat. Die Voodoo Boys picken sich aus ihren haitianischen Wurzeln die Rosinen raus. Mir wurde gesagt, du kommst an alles ran. Jetzt klingst du wie Ehefrau Nummer 3, wenn sie eine neue Tasche wollte. Arbeitest du nicht mit denen zusammen? Nicht mit den Chefs, Chefinnen und Priestern. Die haben Egos wie ein Zeppelin und reden nicht mit Leuten wie mir. Aber wenn du darauf bestehst, frage ich mal rum, ob sich was machen lässt. Ich brauche aber mehr Details. Hab was, das sie haben wollen. Echt? Du willst denen was verkaufen? Glaub mir, die brauchen und wollen nichts von dir. Die sind isoliert, autark, haben ihre eigenen Kontakte, Tech, Netzwerk. Aber wie du willst. Nun gut, ich guck mal, was ich tun kann und melde mich. Achso, wir müssen jetzt eh erst was anderes machen, bis er sich meldet. Ja, dann passt das. Dann machen wir jetzt das. Geht's jetzt weiter mit Gimme Danger? Können wir da irgendwie schnell reisen? Können wir tatsächlich. Ich drücke hier immer. Warte, hier ist ein Schnellreiseding. Das habe ich nicht bedacht, dass hier manchmal Quests nicht weitergehen, weil du erst warten musst, bis die sich wieder melden. Dann ist gut, dass wir mit den Voodoo Boys angefangen haben. Dasupia, ich. Auf sowas achte ich ehrlich gesagt nicht bei einem Schreibtisch. Bin froh, dass hier überhaupt einer reinpasst. Das musst am Ende ja du wissen, was dir gefällt und nicht, was uns gefällt. Also. Muss ich auch sagen, gibt's andere Themen, die wichtiger sind, als ob der Schreibtisch mit deinem restlichen Setup farblich zusammenpasst. Also es mag Menschen geben, die darauf achten, aber mir ist das ehrlich gesagt egal. Also, Hauptsache, ich habe einen Schreibtisch, wo mein PC stehen kann. Okay. Klaue den Laster. Der ist drin, oder? Ich habe das Gefühl, bei dieser Mission werden wir ein paar Mal sterben. Ich weiß auch nicht so richtig, aber... Ich glaube, die Mission wird ein bisschen schwerer.
als das, was wir bisher hatten. Wobei ich es eigentlich ja gewöhnt sein sollte, aktuell gegen viele Gegner anzukommen aus Assassin's Creed. Hey, du hast ja nichts verloren. Konzerneigentum. Okay. Komme ich hier hoch vielleicht? Nee. Ich sag mal so. Sneaky waren wir genug bei Assassin's Creed gestern. Wir... Ich weiß halt nicht, wo ich rein soll. So, weiß nicht, ob es hier hinten irgendwie lang geht. Nach oben? Ich glaube eher nicht. Ach Quatsch, hier wird nicht gestorben? Gucken mal. Ich könnte hier hochklettern. Da bin ich auf der Brücke. What the fuck? Ich bin gegen das... gegen Stacheldraht gekommen. Ups. Okay, von hier kann keiner kommen. Könnte die anlocken. Warte mal. Vollübernahme. Bringt mir gerade nichts. Weiß nicht, ob das funktioniert oder ob die zu weit weg sind. Sind zu weit weg. Gut. Guckst du jetzt hierher? Wo sind meine Waffen? Getroffen! Weiter feuern! Ich kann meine Waffe nicht ziehen! Dort los! Jetzt kann ich meine Waffe ziehen! Alter, was ist mit dir? Waffenglitch kann ich jetzt eigentlich nicht gebrauchen. Warum lacht der so? Ist der besessen? Wir warten kurz. Nein, nicht jetzt mit der Waffenglitch. Das ist gemein, ich habe einen Waffenglitch. Das zählt nicht. Wo ist der? Oh Mann. Das geht ja nicht so gut los. Hätte vielleicht auch die Kamera ausmachen sollen, oder?
sie nicht gesehen. Diese... Ich bin da. Hab ich gehört. Du solltest doch leise sein. Takemura. Ja auch nicht wie geplant. Ich versuche, sie abzulenken. Lauf du zum Wagen. Weißt du? Von wo? What's happening? Komm raus! Und die Hände da, wo ich sie sehen kann! Junge! Du mit deinem Optik-Neustart? Schon ein bisschen nervig, ne? Mach sie fertig! Chat, ich schwöre. Ich wollte das nicht so. Oh Gott, Kurzschluss, da kriege ich ja Schaden. Die Lache war wirklich spooky, oder? Hey, von wo? Trifft er mich? Jetzt, ja, wir kriegen das hin. Wir geben nicht auf. So, der ist tot. Mit dem Kurzschluss. Wir müssen erstmal den Dings da ausschalten. Und dann gehen wir hier rüber und killen den, der uns die ganze Zeit hier hackt. Wir warten kurz den Waffenglitch ab. Der ist Geschichte. Du bist doch verrückt, Vieh. Du hast es vermasselt. Arasaka hat Verstärkung geschickt. Jo. Tötet alle Terroristen! Jo,
Action! Kein Problem! Sind ja bloß ein paar rote Pfeile da an der Map. Der ist vergiftet auf jeden Fall. Wer ist denn jetzt dort hinten noch mit seinem nächsten Glitch? Sag einmal. Seh ich nicht mal. Wir haben Zeit, oder? Würde ich sagen. Wir können auch Verseuchung machen. Vielleicht steckst du dein Blut daneben an. Ist hier noch wer? Nee. So, du hast jetzt einfach mal die Grippe. Ich würde sagen, du steckst bitte deinen Nachbarn an. Machst du natürlich nicht. Läuft super. Hat vielleicht ein paar bisschen Verstärkung gerufen. Was vielleicht nicht so gut war, aber kriegen wir hin. Die roten Pfeile da oben am Maprand werden schon weniger. Die verstecken sich, die Leute hier. Der kriegt jetzt wieder ein bisschen Schaden durch die Überhitzung. Es ist anstrengend, dass die mich ständig hacken. Wenn ich die hacke, ist das okay, aber nicht, wenn die mich ständig hacken. Was heilt der sich da? Er ist tot. Jetzt gehen wir hier rüber und töten endlich mal die, die mich hier ständig hacken. Das ist anstrengend. Da hinten. Wer genau? Wir haben ein Problem. Ah, hier drin. Ich geh nachsehen. Einfach 5 Kopfschüsse oder so.
Wieso geht der denn jetzt weg da hinten? Ich geh schon. So, ihr steckt euch gegenseitig an. Nice. Das hier vorbei ist, piss ich auf dein Grab. So. Guckt mal. Oben am Maprand sind alle roten Pfeile weg. Du hattest recht. Hab einen Zugangspunkt zum Sicherheitssystem. Sehr gut. Auch ich mache Fortschritte. Wurde verhaftet und ins Gefängnis gebracht, wo er nun auf seinen Prozess wartet. Er kann mit fast 40 Jahren Haft rechnen. Breach Code. Ja, das sind Luschen, sind das alles. So, wir haben 6 Felder. Wir könnten das oberste und das unterste machen. Oder warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir könnten alle Zeilen holen. 1C, 1C, 55, 55. Ne, da kommen wir aber nicht ans BD. Warte mal, 1C, 1C, 55, 55, BD. Kommen wir nicht ans E9. 1C, 1C, 55. Wieso ist denn hier nirgendwo ein BD? Unten ist ein BD. 1C. 1C. 55, 55, BD, E9. So, wie war das jetzt? 1C, 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 55, 55, 1C, 1C, 55, 55. There! Nur Noobs müssen hacken. Yay, ist nicht so, dass ich ja auch immer hacke, aber ich darf das. Nicht die anderen. No. Roy wurde heute gar nicht erst angeklagt. Überrascht? Er besuchte am Abend eine Wohltätigkeitsaktion, um Spenden für die Kinder zu sammeln, die beim Unfall verletzt wurden. Und schon wieder reingelegt? Oh Gott. Wieso ist hier ein Pfeil? Muss ich hier nicht vielleicht erstmal hoch? Ich bin kümmern denn schon ein paar rotznäsige Belger. Die Spende hat das Wahlkomitee von Ratsmitglied Gonzales organisiert. Aber hey! Night City? Erwarte das Unerwartete. Hier ist einfach nix. Ah, wir können mal noch ein bisschen Muni herstellen. Wenn wir gerade hier sind. So. Und ist hier was im Keller? Ich hab auch ein echt fettes Bankkonto. Und Mann, ich liebe es zu sehen, wie du alle Fakten durchwinden.